Wer war eigentlich die Elise, dem die Elisenlebkuchen ihren Namen verdanken? Man weiß es nicht. Was wir aber wissen, es wäre kein Weihnachten ohne dieses köstliche Gebäck denkbar. Wie sie besonders saftig werden, das zeige ich euch jetzt. Für die Zubereitung von Lebkuchen brauchen wir Oblaten, gemahlene Mandeln, Eier, Braunzucker, gemahlene Haselnüsse, Orangeat, Lebkuchengewürz, Zitronat, eine Messerspitze Backpulver und Vanillezucker. Wir starten mit der Zubereitung des Teiges. Ich fange an mit den Eiern, gebe beide in die Rührschüssel. Und schlage sie mit dem Mixer schaumig. Als nächstes kommt der Zucker dazu. Einmal der braune und Vanillezucker. Weiterschlagen und den Rest langsam einrieseln lassen. Es entsteht jetzt nach und nach eine dicke, cremige Masse. Jetzt kommt das Lebkuchengewürz dazu. Ein Esslöffel reicht. Wenn ihr den Geschmack noch doller wollt, dann gebt ein bisschen mehr dazu. Das duftet weihnachtlich. Als nächstes kommen Mandeln und Backpulver dazu. Dafür das Backpulver kurz mit den Mandeln verrühren und dazugeben. So, als nächstes kommen Orangeat und Zitronat rein. Die habe ich fein gewürfelt. Und die gemahlenen Haselnüsse. Und jetzt schauen, dass die Masse noch streichfähig bleibt. Wenn sie noch relativ feucht ist, dann einfach noch ein bisschen gemahlene Haselnüsse, Orangeat und Zitronat dazugeben. Der sieht super aus. Kleiner Tipp zum Teig. Je länger ihr ihn ziehen lasst, desto aromatischer wird der Teig. Also ruhig über Nacht in den Kühlschrank stellen. Ich bringe ihn da jetzt mal hin. Der Teig ist jetzt im Kühlschrank einige Stunden durchgezogen und ich werde ihn auf die Oblaten auftragen. Damit die Oblaten auf dem Backblech gut haften bleiben, befeuchte ich das mit etwas Wasser. Und gebe dann die Oblaten drauf. Abstand lassen. So, und jetzt kommt der Teig. Ich nehme dafür einen Esslöffel und gebe Esslöffel große Portionen auf die Oblaten drauf. So, und jetzt streiche ich die Oblaten glatt. Dafür tauche ich das Messer in das Wasser und drücke die platt. So, der Lebkuchen kommt jetzt für 25 Minuten bei 140 Grad in den Backofen. Die Lebkuchen aus dem Ofen geholt und schon abkühlen lassen und die bekommen jetzt noch einen Schokoladenguss. Dafür habe ich Schokolade mit etwas Öl geschmolzen und die verteile ich jetzt auf den Lebkuchen. So. Da kommt Weihnachtsstimmung auf. Euch wünsche ich ganz viel Spaß beim Nachbacken.